die Klimafrage. Das ist auch eine Demokratiefrage. Denn wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden unsere demokratischen Handlungsspielräume immer kleiner. Das hat die Flutkatastrophe gerade ganz anschaulich leider gezeigt, ne? Weil je existenzieller es wird und je schneller auch gehandelt werden muss, auch hier in Deutschland, desto weniger Zeit bleibt dann noch, sich auszutauschen und sich demokratisch zu verständigen. Und deswegen haben wir von Mehr Demokratie das Thema auch zu uns genommen und haben unter anderem die Online-Plattform Die Klimadebatte gestartet. Und nun wird die Klimadebatte ja nicht nur rational, nicht nur mit dem Hirn geführt, sondern da sind auch viele Emotionen und Unterbewusstes da. Da ist natürlich Angst da, da ist Trauer, da ist auch Wut oder Abwehr. Und auf der anderen Seite ist auch sowas wie Hoffnung und Motivation, was zu ändern, und ein Mitgefühl. Und all diese Dimensionen sind ja hörbar, sozusagen spielen eine Rolle, ohne dass sie in der Debatte meistens klar benannt werden. Und wir haben einfach verschiedene Zugangsmöglichkeiten, oder wir probieren gerade verschiedene Zugangsmöglichkeiten aus, um diese tieferen Dimensionen auch zu erreichen. Und ein schönes Projekt, was wir dazu machen, ist ein Musikprojekt unter dem Titel Climate Crisis Stop and Listen, wo verschiedene Positionen in dieser Klimadebatte durch verschiedene Musikstücke dargestellt werden. Die Idee zu diesem Projekt gegeben hat Oliver Mascarenhas, und mit dem werde ich jetzt gleich sprechen. Ja, hallo, herzlich willkommen, Oliver Mascarenhas. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen, und wir wollen jetzt gleich über ein neues Projekt sprechen, ein Musik-Politik-Projekt oder ein politisches Musikexperiment, was Mehr Demokratie, die Klimadebatte, zusammen mit dir und einem Team von MusikerInnen macht. Und ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Hallo, herzlich willkommen. Hi, grüß dich, hallihallo. Hi, ich würde ganz kurz was zu dir sagen, und zwar: Oliver Mascarenhas ist seit langem, seit vielen Jahren schon Violoncellist bei der NDR Radio Philharmonie und hat schon, was ich so mitbekommen habe, auch einige Musikexperimente gewagt. Vielleicht magst du da auch gleich ganz kurz noch ein Blitzlicht drauf geben, was du schon so alles gemacht hast. Und jetzt hat er im April also den Anschluss gegeben zu einem Projekt an der Schnittstelle von Kunst und Politik. Und wir haben gemeinsam danach einen Titel überlegt und sind auf Climate Crisis Stop and Listen gekommen. Und unter diesem Rahmen, unter diesem Frame entwickeln wir jetzt die letzten Wochen und Monate gemeinsam mit einem Team von der Klimadebatte und von MusikerInnen, professionellen MusikerInnen, eben dieses Musikprojekt. Und über das wollen wir heute sprechen. Ja, lieber Oliver, das erste Mal haben wir ja im April telefoniert und du hast dich ziemlich unmittelbar nach der Auftaktveranstaltung zu die Klimadebatte gemeldet und warst begeistert. Auf der Mailbox hast du mir gesprochen, dass du dir was vorstellen könntest, ein musikalisches Projekt zu Umweltthemen oder speziell zur Klimakrise. Erzähl mal, was hat dich dazu gebracht, zum Handy zu greifen? Ich hole ein ganz kleines bisschen aus. Im Februar diesen Jahres ist nach knapp 23,5-jähriger Orchesterlaufbahn im NDR meine Solo-Debüt-CD erschienen, ein Crossover-Werk von dem Österreicher Friedrich Gulder. Der hat ein wirklich abgefahrenes Konzert für Solo, Cello und Blasorchester und Band verfasst. Und das ist im Prinzip ein bisschen so ein Lebensleitfaden, den ich schon sehr, sehr, sehr lange verfolge. Klassische Musik, die wir ja hauptsächlich im Orchester machen, wiederum mit anderen Stilen, durchaus auch Kunstformen, Film, manchmal sogar Show auch miteinander verbinden. Ist, glaube ich, heute allgegenwärtig, aber ich versuche es im kleinen, durchaus hochkarätigen Rahmen immer wieder mir neue Kooperationen, Verbindungsformen einfallen zu lassen. Und das war ein großes Glück, weil kurz nach der Produktion hat dann im März ja Corona begonnen und wir sind wirklich ganz knapp vorher fertig geworden. Mhm. Zu diesem Grunde oder aus diesem Anlass war ich mit einer Hamburger PR-Agentur im Kontakt, die sich bereit erklärt hatte, die CD ein bisschen zu vermarkten. Mhm. Und dann bin ich auf deren Website gegangen, namentlich Segmenta in Hamburg, und die hatten da ein hochinteressantes Klima
Konzert gepostet mit dem Elbphilharmonieorchester. Und das sah folgendermaßen aus. Die haben Vivaldis vier Jahreszeiten, weltbekannt, mit einem Algorithmus belegt oder ich sage jetzt einfach mal durchgejagt, die Partitur. Und als sie dann sozusagen neu berechnet wurde durch diesen Algorithmus, der auf aktuellen Wetterdaten beruht, haben sie dann diese durchaus ein bisschen durcheinander gewürfelte Partitur und die ganzen Stimmen dem Elbphilharmonieorchester gegeben, das live dieses Werk dann oder das neue Werk der Vivaldi vier Jahreszeiten in der Elbphilharmonie aufgeführt hat. Das Endprodukt oder das Resultat war also komplett durcheinander und man konnte über weite Strecken quasi dieses wunderschöne Werk nicht mehr wiedererkennen. Das ist eine schöne Parabel zur Klimadebatte und Klimakrise. Das hat mich sehr aufhorchen lassen und ich habe, ich würde sagen, nicht spätestens, weil ich hab mich schon seit Jahren immer wieder auch für das Thema interessiert, zuletzt natürlich durch die Fridays for Futures, bin auch auf Demos gewesen und habe dann aber mal im Internet ein bisschen also recherchiert und hinzu kommt die Tatsache, dass ich regelmäßig auch immer wieder Infos von mehr Demokratie erhalten habe und von der Klimadebatte schon wusste. So, jetzt habe ich lange gesprochen, Entschuldigung. Nee, sehr gut, dafür sind wir ja hier. Genau, und das ist letztendlich der Grund, warum ich mich dann mal bei euch eingeklinkt habe und einer Debatte beigewohnt habe und mich bei dir gemeldet hatte. Genau. Ja, schön. Also für uns auch mega spannend, haben wir in dem Sinne auch noch nicht gemacht, so eine musikalische Kooperation. Und dann haben wir ja im Team überlegt, auch zusammen mit der Agentur, was könnten wir da machen und sind ja ziemlich schnell auf die Idee gekommen, dass wir die verschiedenen Positionen, die wir halt auch auf der Website dargestellt haben, irgendwie vertonen wollen. So, warum ausgerechnet das? Also warum dieses Gegensätzliche und das musikalisch Fassen? Was ist da aus deiner Sicht so der Hintergedanke? Diese Statements, die stehen für sich und beleuchten ein Schlaglicht über unsere derzeitige Situation. Und in allen Statements schwingt natürlich die Gefahr mit, wenn wir nichts tun, dann wird vielleicht unsere nächste Generation eben keine Chance mehr haben. Ne? Und wir haben gemeinsam vier Statements ausgesucht und zusammen mit übrigens Julian Scacella, einem fantastischen Jazz- und Rockgitarristen, Arrangeur und Tonmeister, der mit mir zusammen diese Statements bereit ist zu vertonen, haben wir genau das Ganze sehr intensiv mal miteinander besprochen und haben uns dann überlegt, hey, wir wollen daraus eine Kooperationsveranstaltung machen mit Musik und haben dann entsprechend diese Statements für eine Besetzung Solo-Cello, Streichquartett und dreiköpfige Band dann vertont, genau. Ja, ich bin mega gespannt. Wir haben ja schon erste Kostproben hören dürfen. Und was so ein bisschen dahinter steht, also auch von unserer Seite, von der Klimadebatte aus, ist ja diese Resonanzidee, ne? Dass Menschen halt Resonanzwesen sind und darauf angewiesen sind, einander zu hören und irgendwie miteinander in Beziehung zu gehen und auch zu verstehen. Das klingt jetzt erstmal so ganz schön und harmonisch. Aber gerade bei der Klimadebatte sind es ja sehr gegensätzliche Stimmen. Und ja, ich sag mal, da sind jetzt auch natürlich Menschen dabei, die sagen, das ist alles ein bisschen sehr aufgeladen und ach, ich will mich damit eigentlich gar nicht so beschäftigen oder eigentlich sind mir doch Wirtschaftsaspekte erstmal wichtig und die Wirtschaft geht doch den Bach runter. Also da prallen ja schon wirklich existenzielle Einstellungen aufeinander, ne? Und die Idee ist ja so ein bisschen beim Resonanzkonzept, dass man das irgendwie zusammenbringt. Und siehst du denn da überhaupt eine Chance, also jetzt von dem Musikalischen mal ganz abgesehen, dass man aus diesen sehr, sehr unterschiedlichen Positionen, die da in der Klimadebatte aufeinandertreffen, dass man da überhaupt auf einen Nenner oder auf eine Art Kompromiss überhaupt kommen kann? Ich sage einfach mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke da gerade an Johann Sebastian Bach, der insbesondere durch sein eines vielleicht sogar bekanntestes Werk, Die Kunst der Fuge, verschiedene
musikalische Stimmen auf eine Abenteuerreise geschickt hat, um sie am Schluss dann zu versöhnen. Das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht erklärt. Er selbst war ja sehr, sehr, sehr religiös und sehr, sehr, sehr gottbezogen und hat seine Musik auch und Kompositionen danach ausgerichtet. Und in den meisten oder vielen seiner Werke schwingt einfach eben dieses Phänomen Hoffnung mit. Und die wird natürlich dann sehr aktuell, wenn man manchmal das Gefühl hat, es gibt überhaupt gar keinen Ausweg mehr. Ich finde es gerade in diesen heutigen Zeiten ganz, ganz wichtig. Wir haben leider auch weiterhin noch Corona, dass man ein alter Kontrabasskollege aus dem Orchester, der sagte mir einmal: Junge, egal was ist, niemals die Quinte ins Horn werfen. Und ich finde, das bringt es einfach auf den Punkt, ne? Dass man sozusagen, so schlimm es manchmal auch sein mag, einfach nicht aufgibt und vor allen Dingen lernt, dem anderen auch wieder zuzuhören. Und was dieses Thema angeht, ist die Musik natürlich ein wunderbares Medium, nicht nur sozusagen die Aufmerksamkeit wieder zu erhöhen, zu verbinden, Kooperationen zu schließen, sondern letztendlich auch wieder ein bisschen den Weg zum Herzen zu finden. Und last but not least ist Musik natürlich auch tröstlich. Unsere Musik, die wir geschrieben haben, ist jetzt nicht unbedingt religiös, sondern ganz jetzt in dem Falle praxisbezogen. Und ich glaube, uns ist da wirklich was Tolles gelungen, was ja eben dann auch uraufgeführt wird am 15. September. Mhm. Ich denke gerade spontan noch an den Untergang der Titanic und die Letzten, die ja dort das Schiff leider nicht mehr lebendig verlassen haben, sind die Herren vom Streichquartett gewesen. Nicht wahr? Da gibt es ja diese bekannte Szene aus dem Kinofilm. Mhm. Und ja, also ich denke, das ist nicht falsch, Kultur und Politik und im weitesten Sinne immer wieder zusammenzubringen, um letztendlich auch an die Gegebenheiten zu erinnern. Ja, danke schön. Das klingt super spannend. Hier der Hinweis nochmal für alle am 15. September. Du hast es gerade schon gesagt, Oliver, da ist also die Uraufführung von unserem Musikstück, von eurem Musikstück Climate Crisis Stop and Listen um 19.30 Uhr. Merkt euch das gerne schon mal alle vor. Ihr könnt auf www.die-klimadebatte.de gehen und euch da in den Newsletter eintragen. Dann bekommt ihr auf jeden Fall auch nochmal mit, wenn es da Detailinfos gibt. Und ansonsten seid gespannt. Wir sind gespannt und ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, Oliver. Dankeschön. Ich habe zu danken. Ich bin der Beschenkte. Dankeschön.